Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich Whiskys hier? Ich mache hier Blindverkostung und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich bereit für diese Flasche zu zahlen? Und dann geht es auch schon los. Das heißt, ich lasse mir eine Flasche aussuchen über mein kleines Programmchen hier und das sagt dann hier die 69. Ah, das ist prima. Das ist die vorletzte Flasche. Und hinter dieser Kappe gibt es eine Zahl und die sagt erst aus, was habe ich hier in meinem Whisky drin. So, dann wollen wir mal direkt gucken, was ich hier habe. Beziehungsweise nicht gucken, sondern einfach Geschmackssinne. Ich habe ein blaues Glas. Ich sehe nicht die Farbe. Und so, das reicht. Und dann sage ich einfach Nase, Gaumen, Rachen, bewerten. Das war's. Ah, eine, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat der einen leichten Rauchnote. Hat eine leicht nussige Touch. Hat auch ein bisschen Fruchtnote, aber eher so frische Trauben. Also Traube aufschneiden, reinriechen, dieser Moment, grüne Trauben. Okay, leichter Rauch, leichtgrünige Traube. Leichte Nussnoten dabei. Okay. Alkoholgehalt würde ich bei 40% sagen. Also Nase kribbelt kaum. Essen. Bis auf die Rauchnoten würde ich sagen, ein klassischer Whisky, schottischer Whisky. Wer weiß, vielleicht ist es auch ein irischer Whisky. Da habe ich eigentlich nur einer, der so ein bisschen rauchig ist. Und heute bin ich ein bisschen rauchblind, das weiß ich. So, dann wollen wir mal gucken, was dieser Whisky denn so auf der Zunge zu sagen hat. Kam leicht wässrig rein, entfaltete seine süßliche Torfnote, Vanille, Walnuss, umschmeichelte regelrecht den Gaumen, Rachen, also Mundhöhle, sage ich jetzt mal, rum. Der Rauch zum Schluss hin wird da ein bisschen mehr in die, ich sage es jetzt mal etwas positiver, in die etwas preiswertere Zartbitternote. Also es ist nicht die Zartbitterkeit, die ich so super präferiere. Ja, er ist auf jeden Fall ein rauchiger Whisky. Würde ich im Alter geben? Eigentlich nicht. Jetzt habe ich eine leichte Note von so Porridge. Weiß nicht wieso, aber habe gerade so gedacht, so, leichte Note davon, dieses so Haferflockenmäßig. Ja, Haferflocken. Warum die Assoziationskette jetzt kommt, keine Ahnung. Das Nussige sind die Haferflocken.
Haferflocken-Whisky, rauchiger Haferflocken-Whisky, super, super. Ja, also für einen rauchigen Whisky finde ich ihn schön. Ja, er hat, ja, irgendwie habe ich jetzt die Haferflocken im Kopf. Haferflocken, rauchiger Whisky. Der letzte Drittel, da ändert sich es nochmal. Da kommt dann so ein bisschen die Tanninnote drin rüber. Er wird dann tiefer gehender, kommt so diese, ist es Schokolade? Ja, ich sag mal, geht in die Schokoladennote hinein. Der Rauch tut es ein bisschen deckeln, sage ich ganz ehrlich. Da kämpfen diese beiden schweren Geschmäcker gegeneinander und sagt sich dann, welcher ist denn jetzt stärker? Und ich glaube, der Rauch gewinnt da ein bisschen. Alter des Whiskys, schwerer ich einzuschätzen, weil. Am Anfang kommt er mir ein bisschen nicht ganz so. Wow, das ist eher so ein nicht ganz so alter Whisky. Was könnte das für ein Whisky sein? Also, vielleicht ist es ein, obwohl Laphroaig normalerweise irgendwie ja, medizinischer Rauch sehr stark ist. Triple Cask. Was wäre ich bereit für diesen Whisky zu zahlen? Ich glaube, darauf kommt es an. Also ich glaube, er hat 40 Volumenprozent, vielleicht hat er 42, aber er hat nicht viel. Er hat ist ein No-Age-Statement. Er hat aber seine gewisse Klasse. Also irgendwie habe ich das schon das Gefühl gehabt, doch, ja, er zieht mich so ein bisschen mit. Und so ein bisschen mit, da sage ich halt, ja, was wäre ich bereit für diesen Whisky zu zahlen? Ja, zum Schluss zeigt er noch mal 34 Euro. 34 Euro. Ja. 34 Euro ist aber ein No-Age-Statement. Ja, das ist das, was ich für diesen Whisky ausgeben würde. 34 Euro und jetzt löse ich auf. So, er ist etwas hell, also ich sag mal wie so ein normaler Weißwein von der Helligkeit her. Genau, 127. 127. Ah, das weiß ich nicht, welcher das ist. 127 habe ich nicht im Kopf. 123 und 125. Und da ist die 27, ich weiß noch nicht. Und jetzt, kleiner Trommelwirbel. Und jetzt auflösen. Und ist es der Ardmore Legacy. 22 Euro. Da bin ich aber erstaunt. Und ich habe ihn vor über einem Jahr das letzte Mal gehabt. Habe ich ihn hier stehen? Nein, kein Ardmore, glaube ich. Nicht auf dem. Ich hab schon so häufig hier die Flaschen übersehen, wo ich gedacht habe, die sind hier. Aber nein, ich sehe ihn jetzt nicht. Ardmore Legacy, 22 Euro habe ich gezahlt. Stand im Jahre 2020 habe ich dafür gezahlt. Single Malt 40%. Also, was habe ich schon mal richtig gehabt? Ich habe gesagt, es ist ein No-Age-Statement. Habe ich Schottland gesagt? Ich hoffe, ich habe es gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Single Malt. Ja. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich bin total erstaunt. Ich sage ganz ehrlich, ich bin total erstaunt, weil diesen Whisky habe ich eigentlich nicht gemocht. Ja, als ich ihn gekauft habe, das erste Mal, ich mochte ihn nicht. Ich habe ihn das zweite Mal gekauft, weil ich ihn in mein Programm aufnehmen wollte. Ich war nicht begeistert gewesen. Heute habe ich eine leichte Rauchblindheit, das weiß ich.
Bin also, und jetzt habe ich so einen super rauchigen Whisky und finde ihn angenehm. Es ist wirklich erstaunlich. Also es ist wirklich tagesformabhängig, wie man Whisky bewertet, ob man den mal gut oder schlecht. Und ich glaube, wenn man gerade bei Rauch nicht so affin für Rauch ist, findet man rauchige Whiskys besser, als ist man super empfindlich für Rauch und dann. Also ich glaube, das hängt damit zusammen. Also rauchige Whiskys sind immer ein bisschen schwierig. Ne? Übrigens auch bei Blends, ja, ist ja häufig Rauch drin. Der kann super sein, er kann aber auch so eine leicht säuerliche Note reinbringen und das schmeckt dann gar nicht mehr. Und das ist auch ein bisschen tagesformabhängig. So, Schottland Highland, Single Malt, Heide, also Aroma sollte Heidekraut, Honig, leichter Rauch, ein Hauch von Zimt und Toffifee, leichter Rauch, ja, okay. Geschmack, cremige Vanille, süßer Honig, Gewürze verbinden sich mit einer angenehmen Rauchigkeit, ja, angenehme Rauchigkeit, ja. Und Abgang sanft, langhaltend und trocken mit Gewürzen. Nachreifung in traditionellen Quarter Casks. Ich hatte schon so ein Quarter Cask von Laphroaig und Triple Cask und sowas im Kopf gehabt. Aber ich habe gedacht, nee, das kann kein Laphroaig sein, ja. An Artois habe ich nicht gedacht. Schade. Ja, kurze Quintessenz. Dieser Whisky ist eine Kaufempfehlung. Oh, Überraschung, ja. Heute. Nächstes Mal kann es anders sein. Ja, meine Frage des Tages ist, welche rauchigen Whiskys haben euch irgendwann mal überrascht, wo ihr gesagt habt, die mochtet ihr gar nicht und plötzlich fandet ihr die toll? Schreibt einfach mal in den Kommentaren rein, welche Whiskys das sein können. Ansonsten sage ich nur noch, habt viel Spaß mit euren Whiskys. Bis dann, tschüss.